So, vorher noch ein bisschen Omega-3 zu mir nehmen. Genau, das passt. Das passt heute wunderbar. Ja, Omega-3-Spiegel erhöhen und länger leben. Ja, meine Lieben, so ist es auf der Homepage zu lesen für Zentrum der Gesundheit. Und nachdem ich ja jetzt selber seit über 4 Monaten Omega-3 supplementiere, interessiert mich das Ganze natürlich sehr, sehr. Und das möchte ich natürlich mit euch teilen. Und eine große Bitte habe ich jetzt gleich mal vorweg. Gebt mir so viele Daumen hoch, wie ihr nur könnt. Haut eure Kommentare so ein bisschen übergehen. Es ist einfach so, dass ich seit Monaten wirklich irgendwie das Gefühl habe, ich komme da einfach nicht mehr raus aus der Talsohle. Irgendwas ist es, das mich hier einfach bremst. Es würde mich total freuen, mich zu liken, zu kommentieren, damit da einfach wieder ein bisschen was vorwärts geht. Ich sage auf jeden Fall mal im Vorweg schon mal ein herzliches Dankeschön. Ansonsten wisst ihr ja eh, das Wichtige kommt wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, da bin ich wieder, euer Gio von Gio Leben TV und bewusst gesund bei Gio. Ja, was steckt also dahinter, hinter der doch sehr markigen Aussage Omega-3, ein hoher Omega-3-Spiegel verlängert dein Leben? Und ja, es geht dabei um eine Veröffentlichung aus dem Juni 2021, also noch sehr, sehr frisch gebacken im Journal of Clinical Nutrition, welche Forscher aus Spanien, aus den USA und aus Kanada eben veröffentlicht haben. Ja, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber ja, dass jetzt Omega-3 sehr, sehr wichtig ist und vor allem das Verhältnis von Omega-6 und Omega-3 bei vielen Menschen überhaupt nicht so wirklich zusammenpasst, ist bekannt und habe ich in Videos mit dem Diplom-Fachwirt Martin Steininger eingehend besprochen. Auf diese Interviewreihe verweise ich hier gerne noch einmal und werde ich hier oben verlinken. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell, das heißt, diese Fettsäuren müssen wir mit der Nahrung zu uns nehmen. Vor allem die kurzkettige Linolensäure und die langkettigen Fettsäuren EPA und DHA sind hier vorwiegend zu nennen. Diese finden wir ja vorwiegend im Fisch, doch auch da kann ich die Veganer gleich mal beruhigen. Auch in Algen ist ein sehr, sehr wertvolles Omega-3 reichlich vorhanden. Und da fange ich auch gleich mal mit dem Fazit dieser Studie an, welches Dr. Alex Sala-Wieler zum Hospital-Institut in Barcelona formuliert hat und dieses wie folgt lautet: Wer höhere Omega-3-Spiegel hat, kann mit einer 5 Jahre höheren Lebenserwartung rechnen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Wer hingegen regelmäßig raucht, verliert 4,7 Lebensjahre, also eben auch gut 5 Jahre. Und der Omega-3-Status ist also ein genauso guter Indikator für die Lebenserwartung wie eben der Raucherstatus, nur halt im positiven Sinne. Rauchen vermindert um 5 Jahre, Omega-3 verlängert um 5 Jahre. Was jetzt nicht heißt, hurra, alle Raucher brauchen nur noch Omega-3 nehmen und leben jetzt um 5 Jahre länger. So easy ist das Ganze auch nicht. Dafür ist das Ganze alles wesentlich zu komplex. Das gilt aus meiner Sicht natürlich auch für alle anderen ungesunden Einflussfaktoren wie Ernährung, Gifte, wenig Bewegung und viel Stress. Doch eines ist auf jeden Fall evident, nämlich dass Omega-3 sehr, sehr wichtig ist, da Omega-3 einfach inflammatorisch wirkt, das heißt entzündungshemmend. Ja, und ein guter Omega-3-Spiegel sorgt dafür, dass eben Entzündungen im Körper gar nicht mehr aufkommen können oder eben dann bekämpft werden, wenn welche da sind. Denn chronische Entzündungen sind nun mal Ursache vieler, vieler Krankheiten und vor allem auch vieler chronischer und auch schwerer Krankheiten. Und Entzündungen und ein damit einhergehendes, sehr schlechtes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis waren auch der Grund vor 8 Monaten für meine radikale Nahrungsumstellung und später dann begonnenen Nahrungsergänzung und immer noch andauernden Ergänzung mit Omega-3 eben. Und meine Probleme, die ich vor allem auch mit meinem immer
wieder entzündeten Zahnfleischhärte sind beseitigt. Ja, und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich gerade das Omega-3-Verhältnis von 6 zu 3 und einen guten Omega-3-Spiegel für sehr, sehr wichtig für die Gesundheit halte. Doch schauen wir wieder auf die Veröffentlichung der Studie vom Juni 2021. Und zwar zeigte sich auch hier, dass nicht nur Omega-3 ein wichtiger Marker für eine erhöhte Lebenserwartung ist, sondern auch die gesättigten Fettsäuren, die Myristinsäure und die Behensäure. Gesättigte Fettsäuren haben ja, wie wir alle wissen, nicht wirklich einen guten Ruf. Doch damit hat ja Kokosnussöl etwas aufgeräumt. Gerade in Amerika sind es ja die gesättigten Fettsäuren, die dort für Herz-Kreislauf-Krankheiten und für fast eh alles verantwortlich gemacht werden. Was die verschiedensten Studien ja immer wieder widerlegen. Und gerade die Myristinsäure ist eine langkettige gesättigte Fettsäure, die zum Beispiel eben im Kokosöl zu 20% reichlich enthalten ist. Also meine Lieben, hier haben wir wieder eine relativ einfache Möglichkeit, sein eigenes Leben zu verlängern. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber so. Aber besser ausgedrückt wäre wohl dafür zu sorgen, den Alterungsprozess zu verlangsamen, und das würde in so viele Richtungen einfach gut gehen. Doch gerade bei Omega-3 ist es halt auch so, dass erstens Fisch als Quelle nicht wirklich so optimal ist und für Veganer sowieso nicht möglich, und auch deswegen, da ich nicht behaupten möchte, dass Fisch eine gesunde Alternative ist, wenn wir die Lage unserer Meere eben auch ansehen. Hier ist also Omega-3 aus Algen die bessere Alternative, und die Myristinsäure und Behensäure bekommt man aus Kokosöl sowie eben auch aus Erdnussöl. Mein Tipp an mich selber: Nahrungsergänzung mit ausreichend Omega-3-Öl und viel mit Kokosnussöl und auch mit Erdnussöl kochen, was ich ja sowieso schon mache. Ich darf ja nur keine Tipps und Ratschläge an andere geben, also rate ich es öffentlich einfach mir selbst. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, eines noch zu Omega-6 gesagt. Omega-6 wird viel zu viel über die denaturierte, über die synthetische Nahrung, auch mit Brot, Weizenprodukten, Pizza und Co. aufgenommen, was eben dafür sorgt, dass Entzündungsherde entstehen, weil Omega-6 eben entzündungsfördernd ist und vor allem unsere Zellen dann dadurch zumachen, das heißt, es kommt kaum noch wichtige Energie in die Zellen hinein, sodass unsere Kraftwerke hier eben das ATP produzieren können. Also hier noch einmal ganz klar, wie wichtig Omega-3 ist. Diesbezüglich empfehle ich euch mein Video über Omega-3 und die Interviewreihe mit Martin Steininger, sowie einfach mal einen Blick auf meine Homepage bewusstgesundgeo6lebensmut.at. Ansonsten Daumen hoch, es wäre total schön und wichtig, bleibt mir gesund oder werdet gesund, wenn ihr es gerade nicht so seid. Und ja, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und sagt es weiter. GeoLeben TV und Selbstverantwortung gerade in Zeiten wie diesen. Baba, ciao, tschüss und Servus.